liebe Leute, weiter geht's heute in der FIFA-Karriere-Battle-Duell gegen die Spielverderung Greuther Fürth. Nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal geht's heute in der Liga weiter und wir wollen definitiv noch ein bisschen heute uns Luft dafür verschaffen. So, ich muss was trainieren. Niklas Plan, ich werde ihn als Sechser trainieren. Oder 49 Wochen. Genau, ja. So. Ja, stimmt, Käfig, der fällt ja lange aus. In 2 Monaten, er ist wieder dabei. Na gut, gehen wir rein in die Pressekonferenz vor dem Topspiel. Gewinnen wir, sind wir mit 9 Punkten vor Biele, vor Greuther Fürth. Verlieren wir. Tatsächlich sind wir nur noch 3 Punkte vor Greuther Fürth. Das ist mehr oder weniger für Fürth ist es ein wichtiges Spiel. Für uns auch, aber für Fürth ist es noch wichtiger. So, ich muss ein bisschen rotieren, weil da einige Spieler noch nicht ganz fit sind, zu 100%. Deswegen werde ich ein bisschen durchrotieren müssen. Leider. Pinto auf den 6, auf den 10, weil ich. So. Dass ein paar Jungs mal ran können. Da sind ein paar Kandidaten dabei heute, die nicht zu 100% fit sind, deswegen werden wir halt mal durchrotieren müssen. Dann kann man auch mal die Keeper reinsetzen. Kriegt der Herr Horn mal eine Spielpause. Und dann geht's heute ins Match gegen die Spielverlängerung Greuther Fürth. Das hat er gut geblickt. Komm, wir springen in die Ecke. Ja gut, das war zu einfach. Ja, 4000 Punkte. Das war bewusst jetzt da vorne ein bisschen geholt. So, gut, auf geht's ins Match. Alle freuen sich auf ein packendes Duell, freuen sich auf Spitzenfußball, freuen sich auf diese beiden Teams. Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Rolf Fuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Könnte ein tolles Spiel werden. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Rolf. Das wird ein Krach. Thomas Kleine, Ex-Club, war lange Zeit Verteidiger in Fürth. Heute Trainer in Bayreuth und will seine alten Liebe wehtun.
Alle Jungs haben sogar 14. Ja dann, auf jetzt. Anpfiff und los geht's. Der 10. Spieltag eigentlich mittlerweile schon sein, ne? Lecker. So, aha, der. Außen ist Platz. Wenn er die Außen geht. Ja, heute zeigen wir aber. Eigentlich doppelt gehört. Oh, da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müssen sie schon mehr rausmachen. Müssen sie cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Tolle Parade, da lag das frühe Tor hier in der Luft. Ja, auf jeden Fall die erste Chance für die Bayern. Branimir Gota. Für den Tabellenzweiten. Hier die beste Abwehr, da der beste Sturm. Heute finden wir raus, wer sich in diesem Duell durchsetzen kann. Und das ist ein spannendes Duell. Aber ganz kurz, das könnte es sein. Und schon mal, Das 1:0, da ist der erste Treffer in diesem Derby. Da haben sie allen Grund zur Freude. Wenn sie sie so kommen lassen in Überzahl, dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Da bist du im Gehäuse machtlos. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gutes Technik. Gibt den Ballbesitz ab. Ja, wird hier gut unterstützt. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. In den freien Raum. Aber ist die Abwehr doch da. Aus diesem Steilpass können sie also nichts machen. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er passt gut auf und hat den Ball. Duziak. Außen ist Platz für Fürth. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt der Steilpass. Er macht den Ball rein. Da hat er natürlich keine große Mühe. Leeres Tor. Da freut er sich. Aber da gibt es doch keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor. Wir sehen es ja hier in der Wiederholung. Schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte, aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel, nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Auch im Moment sind sie ja nicht im Ballbesitz. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Und weiterspielen hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Was für eine Chance! Duziak. Branimir Gota. Gut den Ball abgefangen. Klasse Pass. Sie gehen hier dem Sieg entgegen. Nächstes Tor, Führung damit auf 3 Tore erhöht.
Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann... Ja, ich muss wechseln, das ist das Problem. Bayer muss den Platz verlassen. Und damit fällt mir der nächste Stürmer weg. Und damit muss ich tatsächlich nochmal einen freien Spieler holen, weil ich keine Möglichkeit habe. Dann sehen wir. Es wird eng, es ist kaum Platz da, aber ja, er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Genau, ja, Gott, jetzt rein. Hoffentlich fällt er nicht so lange weg. Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste in Führung. Sie liegen hier klar vorne zur Pause und ich glaube, wenn Sie in Durchgang 2 wieder so auftreten, dann packen Sie das, holen sich diesen Sieg. Sie wirken sehr stark, überlegen, mental bockstark, sind immer einen Tick schneller, immer willensstärker. Also. Na gut, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Wir führen 3-0. Aber alles im Griff, Herrera, Doppelpack und Schumacher halt mit den Toren. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Ja, gute Besserung. Latte. Naja. Da geht er vorbei. Die Chance jetzt. Nein, und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Herrera, gut gelöst da jetzt mit Köpfer vorbei. An zwei Start. Zwei Mal. Nee, gut gemacht, ein Zweikampf. Gefährliche Szene. Und das ist, noch das ist stark. Vier Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Man holt sich drei Punkte im Topspiel. Eine 50. Minute. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Guter Vorstoß jetzt. Das ist kein Ball, der für große Torgefahr sorgt. Einwurf. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Gar nichts. Was ein Fall gewesen wäre. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Also Fakt ist, wir müssen auf jeden Fall nochmal verzerrt. Abseits, das war knapp. Ist so schlimm, haben Sie Pech in der Szene. Mit, bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ziemlich defensiv, was Sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Was macht er draus? So, wieder ein Tor. Voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Die Wiederholung zeigt es deutlich, da ist er überhaupt nicht auf seinem Posten. Da stimmt das Stellungsspiel gar nicht. Das ärgert zu Recht. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Boah, das kostet sich jetzt so einfach. Feier. Außen ist Platz. Flanke kommt in die Mitte. Feier und der nächste. Was für eine Aktion! Und wie gut ist der heute drauf, Wolf? Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Aber 0-6. Nochmal das Tor. Da kommt die Flanke. Und dann sehen wir diesen missglückten Volley. Er trifft den Ball nicht wirklich gut und er geht trotzdem rein. Ja, Glück gehabt. Sechs Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Chance über außen. Hereingabe jetzt. Der Kopfball ist drin. Ja.
So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Also, Pinto mit seinem ersten Green. Tor. Und jetzt der Ball. So, jetzt wechseln wir durch. Also, was wechselt durch? Wir wechseln jetzt. Die Jungs ziehen noch lange nicht. Lange nicht. Aus, da stand er zu sehr unter Druck. Und jetzt wollen sie wechseln. Duziak. Green. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ferreira. Der war auf der rechten Seite. Diesmal kommt da nicht vorbei. Gutes Tackling. Also gute Zweikampfführung. Das ist weiter. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ja, weg ist der Ball. Ja, von der Ball weg. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Da zeigt er sein Können. Tolle Körperbeherrschung. Tolles Timing. Und den Ball, ja, den Ball muss er auch erstmal halten. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Schumacher. Flanke kommt rein. Sie lassen nicht nach. Auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Das war's für heute in diesem Derby, die Gäste holen sich den Sieg. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute, klasse Sieg. Nicht gut gemacht, dein Zweikampf. Gefährliche Szene. Ah, das ist stark. Vier Tore sind sie nun. So. Ja, da ist der Endstand. 8-0 im Viert. Kann man so machen. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Aber was ist mit Bayern, ne? Zu zweit hoffentlich nicht. Ist hoffentlich nicht lang verletzt, der Verletzte. Schläfisch krieg ich doch aufgefangen. Wenn der nächste Gegner überhaupt ist. Danke für diese kurzen Aussagen. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht schon. Aber Fakt ist, wir haben die Aufgabe gelöst. Wir haben die Aufgabe Kräuterfeld mit Bravour gelöst. Nächster Gegner ist 60 München. Mittagsteiger 60. Die war ja beide Spiele geschlagen haben letzte Saison. Und wir sind nur noch. Na, Freiburg muss ja noch spielen.
Wenn es aber verliert wird, sind es nur noch 3 Punkte und dann sind wir wieder voll im Soll. Aber wir haben jetzt 7 Punkte Vorsprung, 4 Punkte vielleicht auf Nürnberg, haben ein Kontrahent weniger. So, jetzt muss ich gerade gucken, was da mit der Verletzung ist. 2 Monate, na geil, ich liebe es. Also, beide Spieler werden erst später, wenn es wieder im neuen Jahr fit sein. Ergo, wir müssen gucken, dass wir tatsächlich nochmal nachverpflichten. Aus Not gedrungen. So, ich musste tatsächlich, hatte Glück gehabt, dass es geht. Also, wir müssen auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir noch einen neuen Spieler verpflichten, weil wir brauchen die Stürmer. Weil, einer unserer Stürmer sich verletzt hat, deswegen werde ich nochmal einen nachverpflichten müssen, der jetzt nur kurzfristig helfen soll. Wer soll uns dann diese Saison noch helfen? Sind natürlich jetzt einige Leute dabei. Die unser Scout so gefunden hat. Vielleicht die Frage ist, wen kriegen wir noch? So spontan. Wen kriegen wir so spontan noch? Klipser brauchbar. Ich habe gar nicht auf die Werte unten geguckt. Deswegen habe ich gerade, deswegen gucke ich gerade. Ja, finde ich cool. Vielleicht kriege ich ihn. Ja, leider geht er nicht. Ich muss natürlich jetzt gucken. Ist das verarschend? Ja, wahrscheinlich können wir gar nicht keinen Spieler verpflichten. Wir müssen sowieso von der eigenen Truppe richten. Wir werden die Jungspieler hochziehen. Geht ja nicht anders. Ich hoffe, dass ich schon mal noch einen habe. Wir brauchen nämlich Stürmer. Ja, 15, da, guck mal. Ich habe schon mal 16-jähriges Stürmer. Für vorne? Nein. Das ist glaube ich nicht. 17. Was hast du für ein Potenzial? 61 bis 75. Ich kann gar keine Spieler verpflichten. Lass mich in Ruhe. Ich habe gar kein Geld dafür. Für solche Spiele, für die Spieler. Ich kann jetzt nicht, ich kann nichts kaufen. Ich kann nichts tun gerade. Ich habe auch kein Wochenende. Ich habe 3. Okay, mit 13 Euro machst du nicht viel. Also. Upsi. Okay, dann müssen wir es halt sowieso richten. Dann geht es auch nicht anders. Müssen wir mit der eigenen Mannschaft so ein bisschen mitbauen. Na gut. Da müssen wir jetzt mal so gucken, dass wir so wie sie durchkommen. Nächster Gegner sind die.